Wir sehen eine Jahresendrallye und wir sehen im Moment einen gestiegenen Optimismus der Anleger, die auch davon ausgehen, dass die Notenbankpolitik jetzt schon etwas gelockert wird. Das ist die Erwartungshaltung. Dementsprechend nehmen wir hier das positive Momentum mit, um die Frage konkret zu beantworten. 80-85% Aktienquote, dazwischen bewegen wir uns aktuell. Herzlich willkommen aus Fürstenfeldbruck von der Veranstaltung Secret Fundstars. Wir sind hier mit Christian Buntrock. Guten Morgen, Herr Buntrock. Moin, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Wir hatten bisher schon Gespräche mit vielen Multi-Asset-Managern, die eher von der diskretionären Seite gekommen sind. Sie sind jetzt ein Quantenmanager. Was unterscheidet Sie, sage ich mal, von der diskretionären? Und ist dieser quantitative Ansatz vor allem in diesem aktuellen Umfeld wichtiger denn je, weil man eben viel Emotionen rausnehmen kann? Sicherlich hilft es, Emotionen rauszunehmen. Wir haben so gesehen eine zweigleisige Fahrweise. Und zwar, wir suchen uns im Strategic World Asset Fund erstmal aus, wo wollen wir überhaupt lang? Bedeutet, wir kommen erstmal vom Conviction-Ansatz, von der Analyse her, von der makroökonomischen Analyse. Und wenn wir genau wissen, wo wir hinwollen, da suchen wir uns dann die Einzeltitel quantitativ aus. Und das hat schon enorme Vorteile. Und zwar vor allem, wenn man sich jetzt den Verlauf in den letzten Monaten anguckt. Wir sind eben gerade nicht in den ganzen großen Titeln unterwegs, also die berühmten Fun-Aktien, dass man die Amazon, die Meta und die Alphabet im Portfolio hat, sondern wir haben dann eben über einen quantitativen Ansatz Werte drin, die vielleicht nicht jeder Anleger kennt, die aber zum anderen Zahlungsstrom führen. Und das wird für die Anleger interessant. Jetzt haben wir viel über Multi-Asset generell gesprochen, die vergangenen Monate. Da ist immer die steigende Korrelation von Aktien und Anleihen natürlich eine große Thematik. Muss man Multi-Asset neu denken in diesen neuen Zeiten? Ich glaube schon. Ich glaube, dass man beim Multi-Asset eben sehr darauf achten muss, dass man nicht nur irgendwo mischt, sondern dass man auch schon von vornherein aussucht, wie korrelieren die Assets historisch, aber auch kurzfristig in der jetzigen Phase. Also wir haben es bei uns im Fonds jetzt, seitdem wir ihn aufgelegt haben, geschafft, eine Korrelation von 0,1 zum Stock 600 zu haben, aber auch zum S&P 500. Aber wenn ich das so sagen darf, auch zu den großen Mitbewerbern haben wir eine ähnlich geringe Korrelation. Und das ist dann natürlich für den Vermögensverwalter und für den Anlageberater interessant, um eben auch wirklich einen Mehrwert im Kundenportfolio zu haben. Denn dreimal das Gleiche in unterschiedlicher Form, das bringt dem Kunden nichts, dann fällt alles und dann habe ich keinen Mehrwert am Ende für meine Kundenseite. Wie haben Sie das hinbekommen, eben diese negative Korrelation dann herzustellen? Wir haben das darüber hinbekommen, indem wir einmal Märkte ausgesucht haben, die unkorreliert mit den großen Märkten sind, Europa, USA. Das haben wir zum Beispiel in China oder in Hongkong. Das haben wir auch in den Frontiermärkten. Schwerpunkt haben wir innerhalb der Frontiermärkte in Vietnam. Und wenn Sie historisch gucken, ist es schwach korreliert. Dazu haben wir zum Beispiel einen Baustein über Aktien, die gerade in M&A-Historie sind oder gerade in der Übernahme sind. Also Sondersituationen. Und Sondersituationen einfach. Und diese Werte, die gehen eben nicht nach unten mit dem Markt, weil die davon nicht mehr vom Marktgeschehen betroffen sind, sondern da habe ich nur alleine die Situation im Unternehmen und damit habe ich dann eine Korrelation von null. Das hilft. Wenn Sie dann in den Sektoren gucken, wo die eben auch entsprechend unkorreliert sind, kann man dann ja auch eben unkorreliert zum Markt ein Portfolio bewegen. Und wie kriegen Sie das dann, sage ich mal, im Risikomanagement hin? Das ist ja ein großes Thema auch, weil mal viele Anleger sagen, vermeintlich Frontiermärkte seien ja immer vermeintlich risikoreicher, als wenn man jetzt den US-Markt anschaut. Ist das eine Problematik, die Sie in Gesprächen dann immer auch mit den Investoren führen müssen? Das kommt bei den Frontiermärkten sehr drauf an. Die Frontiermärkte haben den Punkt, dass sie die schlechtesten Märkte im Jahr in den Frontiermärkten finden, aber auch eben die besten. Und dann heißt es da, die richtigen Märkte auszusuchen und natürlich auch, das gilt allerdings für das Gesamtportfolio, mit einer klaren Stop-Loss-Punkt zu arbeiten, um da eben im Zweifelsfall zu sagen, was nicht läuft, fliegt raus. Und aktuell schauen wir ins Portfolio, wie es aktuell aufgestellt ist. Was sagt die Aktienquote derzeit aus dem Portfolio? Sind Sie da schon auf einem eher positiveren Weg oder eher doch noch verhalten defensiver? Wir sehen eine Jahresendrallye und wir sehen im Moment einen gestiegenen Optimismus der Anleger, die auch davon ausgehen, dass die Notenbankpolitik jetzt schon etwas gelockert wird. Das ist die Erwartungshaltung. Dementsprechend nehmen wir hier das positive Momentum mit, um die Frage konkret zu beantworten. 80-85% Aktienquote, dazwischen bewegen wir uns aktuell. Aber wir sehen auch noch, dass wir gleichwohl übergeordnet im Bärenmarkt sind. Und das bedeutet für uns, wir sind auch wieder bereit, ein Portfolio abzusichern und auch eine Aktienquote signifikant jetzt rein vom Wetter her unter 50% zu nehmen. Heißt sozusagen die Schnäppchen ausfindig machen, aber trotzdem das Portfolio dann absichern gegen die Gesamtmarktbewegung. Genau, das bedeutet für uns dann auch wieder Quantmanagement, dass wir am Ende sagen, wir haben ein Portfolio, zum Beispiel in den USA mit 20 Titeln, die wir aber bereit sind, über ein Future auf den S&P 500 entsprechend abzusichern, sodass wir am Ende eine reine Alpha-Strategie fahren können und sagen, wir wollen aber das Marktrisiko für eine gewisse Zeit lang aus dem Portfolio raus haben.
Insofern Multi-Asset neu gedacht mit vielen Nischenstrategien auch, mit vielen Nischenmärkten im Portfolio, dazu die Absicherung. Insofern Alpha erzielen, sagt Christian Buntrock. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich danke fürs Interview.